Yo, 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 servus, mein Name ist Kamike und ich darf euch herzlich willkommen heißen zu UDT Spieltag Nummer 9. Es geht ran an den lieben Ele und ja, wer braucht schon Hawaii-Hemd, wenn man einfach geile Flamingos auf seinem Pullover hat? Also, come at me, Bro. Ja, heute mal kurz und knackig. Schauen wir uns mal hier kurz das Team vom Gegner an. Zack, falsche Richtung, zack. ja, Giga Kolosse sehe ich gegen uns jetzt eher nicht so. Wir haben halt Regenteam. Also, ich glaube, die Fähigkeit Dampfantrieb darf er auch nicht spielen. Weil, wenn er dann vorher den Boost bekommt, hat er, glaube ich, 6-0 verloren. Ja, denk schon. Katapultra, ultra scary. Er könnte Scarf spielen, um meinen Kingdra zu outspeeden im Regen. Wäre ein bisschen nervig, aber das wäre relativ gut handelbar. Solange ich halt weiß, also muss ich halt dafür scouten. Nerviger wäre so ein Ding, was gegen unser Kurelei gut aufgestellt ist, so ein Mixed-Set mit Schwächenschutz, Drachentanz, Dragon Darts, Fireblast und Stahlflügel, genau. Das sieht so verdammt scary aus gegen unser Team. Muss ich halt aufpassen, kann halt nicht instant für, mit Kurelei für Diebeskuss gehen, bevor ich nicht sein Item weiß oder weiß, was es für so ein Set ist, zumindest es abschätzen kann. Mosquito kann er spielen, um Kamallen zu revengen, aber sie, also ja, kann er gut mitbringen, aber finde ich jetzt nicht so super strong. Tentoxa, speziell defensiv sehr gut, auch gegen Kingdra. Gegen Kamallen sieht es nicht so gut aus, weil physisch hält er einfach nicht so viel aus. Fueco sehe ich gegen uns jetzt eher nicht. Keifel sehe ich gegen uns auch nicht, obwohl ich den echt gern gehabt hätte. Dann hätte ich meinen richtig geilen Bodentyp gehabt. Ich feiere den mega. Hoffentlich draftet er den weg und ich kann ihn in den Playoffs dann picken. Wäre sexy. Ja. Kangama, ja, kann er mitbringen als Wischpässer. Fulipurba kann er auch mitbringen, vielleicht ein physisch-defensives oder so. Oder einfach ein offensives, weil kann den nicht one-hitten. Außer mit der Giga-Käfer-Attacke. Zapdos, sehr scary. Könnte er offensiv spielen mit Specs oder so, um einfach ultra rein zu böllern. Oder er spielt physisch-defensiv oder so, um mit Scaraborn klar zu kommen, weil Scaraborn ist actually auch ein gewaltiges Problem für sein Team. Cavalores, holy, ist der scary. Offensivweste, mega nervig, wenn er dann irgendwie sowas mit Focus Blast spielt, damit Tentante auch nicht safe reinkommen kann. Ich sehe auch ein speziell defensives Set, so mit Egelsamen, Regengenuss und so ein Zeug. Das Ding ist, dann würde er halt überhaupt nichts gegen Tentante machen. Also, no chance, deswegen weiß ich nicht. Klefki auch nervig, sehe ich, wenn dann eher speziell defensiv, kann halt Safety Screens rausholen oder Paralyse. Was nervig wäre, weil Kingdra kann den auch auf dem Switch in nicht one-hitten. Simsala kann man mitbringen, so als mit Sash, um Kingdra im Regen revengen zu können, wenn er schon angedamaged ist. Sehe ich irgendwo, kann er machen. Ja, also safe gesetzt sehe ich Katapultra, Tentoxa, Kapaloris, Zapdos und Klavion auf jeden Fall. Die sehe ich safe gesetzt, was er als letztes mitbringt. Ja, sehen wir dann ja. Vielleicht Fulipurba. Fulipurba sehe ich am ehesten. Vielleicht auch Simsala. Ja. Dann viel Glück an Ele. Für ihn geht es ja um den Einstieg in die Playoffs, beziehungsweise ob er da drin bleiben kann, sich seinen Platz dort behaupten kann. Und ja, bei uns geht es darum, ob wir einen Kampf mehr in den Playoffs haben oder ein weniger. Deswegen gehe ich da mal ein bisschen entspannter an die ganze Sache ran. Weil, wie ihr alle wisst, ein Video mehr, mehr Klicks, mehr Cash. Und weiter geht's beim Kampf. Hallo und herzlich willkommen zur ODT Spieltag 9, heute gegen den guten Ele. Und ja, Matchup finde ich sehr schwierig. Er hat einige sehr gute Optionen gegen meinen Regencore. Ja, zum Beispiel allein Kapaloris, Offensivweste oder speziell Defensives mit Egelsamen, wobei er sich das fast nicht erlauben kann, weil er da nichts gegen Tentante macht, wenn er keinen Fokusstoß und so drauf hat und nicht offensiv ist. Klavion, super, super eklig mit der Paralyse und den Screens. Mosquito kann Giga Kamal ein
bisschen handeln. Fulipurba ist eklig, Tentoxa ist sehr eklig, Zapdos offensiv sehr, sehr gefährlich und Katapultra eben. Scarf sehe ich speziell, sieht gegen mich, also Scarf speziell sieht sehr gut gegen mich aus, aber so ein Set, was mich komplett zerstören würde, wäre ein Mixed Set mit Dragon Dance, Fire Blast, Dragon Darts und dem Stahlflügel, weil wenn er das Setup rausbekommt, irgendwie noch mit Schwächenschutz oder so gegen mein Kugelite, dann ist over. Also dann ist over. Ich hoffe einfach, dass er nicht dieses Set hat und wir gehen rein in den Kampf. So, Zapdos, natürlich. War klar. Maskit, er hat kein Kapaloris dabei. What? Er denkt, Tentoxa kann Kingdra alleine handeln. Also ja, er hat Monte Carlo dabei. Okay. Ich glaube nämlich, wenn er diesen Speedboost spielt und er den vor der Giga bekommt, ist das Game over, 6-0, glaube ich. Weil es ist ja quasi ein Boost davor. Und Katapultra, Simsala, ja okay, sehe ich irgendwo. Ja, wir haben Specs Kingdra, wir haben speziell defensives Rotom, um ein bisschen mit Zapdos klarzukommen. Wir haben Fokusgurt, Renkeschmied, Rotom, was primär gegen Tentoxa da ist und allgemein gut Schaden anrichten kann und eventuell ein Scarf Katapulta nochmal aufhalten kann. Speziell defensives Pelipper, Lebenorb, Kamalm hier mit dem Scale Shot, dass wir vielleicht nach der Giga, wenn wir da noch leben, vielleicht mal so einen Init Boost rausbekommen, dann schneller als Katapultra sind. Und ein physisch defensives Kurelei, unser Neuzugang. Ja, womit wird er leaden? Ich habe keine Ahnung, womit er leaden wird. Zapdos könnte ich mir vorstellen, weil es eigentlich sehr guten Druck aufbaut und dagegen möchte ich mit Rotom leaden. Weil dann können wir vielleicht schon mal ein Toxin rausholen oder direkt für den Volt Switch gehen. Wahrscheinlich eher direkt Volt Switch. Und schauen wir mal, was er vorhat. Puh, ich bin sehr nervös und wir sind jetzt hier auch schon in der Reservewoche. Also alles ein bisschen stressig gewesen, aber ist okay. So. Er wird sehr wahrscheinlich mit Zapdos liegen, also kann ich mir gut vorstellen. Uff, uff, uff. So ein Katapultra-Lied wäre scary as hell. Also wäre richtig, richtig scary. Ja. Ja, das ist Zapdos. Sehr schön. Okay, Lied schon mal richtig predicted. Die Frage ist, ob uns das was hilft. Also. Wir können safe für einen Volt Switch gehen. Wir könnten auch für Toxin gehen. Die Frage ist, was holt er hier rein? Katapultra sehe ich irgendwo. Tentoxa sehe ich gar nicht. Also ich glaube, Toxin ist gar nicht bad. Toxin ist nicht bad an der Stelle. Geschweige denn, wir treffen natürlich. Wenn wir natürlich treffen. Also ich sehe nicht, warum er hier drin bleiben sollte. Der kann uns eigentlich nichts. Der kann uns eigentlich nichts. Und Tentoxa wird er hier nicht reinholen. Er geht für Donnerblitz, okay. Das ist fein. Das macht nichts. Und wir bekommen ein Toxin auf ihn. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So wie sein Team aussieht, dürfte er auch keine Vitalglocke und so weiter haben. Nice. Den schon mal vergiftet zu haben, ist sehr gut. Das ist sehr gut. Er sieht, dass wir hier die Überreste drauf haben. Okay. Das ist in Ordnung. Wir sind langsamer als er. Das heißt, wir bekommen auf jeden Fall die Switch Advantage dann. Wenn er jetzt hart rausgeht oder für Volt Wechsel. Ich könnte für eine Bürde gehen, aber sehe ich hier tatsächlich nicht den Play. Er geht hart raus, okay. Spricht vielleicht für Scarf oder Specs. Und es kommt Katapultra, okay. Es kommt Katapultra direkt. Vielleicht sehen wir, ob er Überreste hat. Na, sehen wir aber erst, wenn ich was reinwechsle, ne? So, jetzt ist halt das Ding. Jetzt ist das Ding, was holen wir gegen den rein am besten? Was holen wir gegen den am besten rein? Der ist jetzt halt sehr scary, der darf kein Setup rausbekommen. Können wir hier für Kamalm gehen? Können wir hier an der Stelle für Kamalm gehen? Ich gehe mal für Kurelei. Ich gehe hier mal für Kurelei. Er hat Überreste. Okay, das heißt, er hat schon mal keinen Schwächenschutz. Was sehr, sehr gut zu wissen ist. Er hat keinen Schwächenschutz auf dem. So. Und er wird doch hier immer Tentoxa reinholen. Das heißt, wir gehen hier für die Kehrtwende. Er wird doch hier immer Tentoxa holen. Kein Schwächenschutz. Oh, Alter, das Irrlicht kommt, okay. Jetzt kommt das Irrlicht. Interessant.
Interessant. Okay. Es kommt einfach Irrlicht. Dann gehen wir hier an der Stelle für Pelipper. Oder? Ha, hat er den Donnerblitz, ist die andere Frage. Hat er den Donnerblitz? Uff, oder gehen wir für Tobutz? Oh, das ist sehr schwierig, was ich hier mache. Ich gehe mal für Pelipper. Er könnte gut den Donnerblitz im Set haben. Er könnte sehr, sehr gut den Donnerblitz im Set haben. Er könnte den Donnerblitz im Set haben. Er könnte auch für den Draco einfach gehen. Er könnte auch einfach für den Draco gehen. Oh, hier ein Toxin drauf zu bekommen, wäre actually ziemlich geil gewesen. Ich kann es mir eigentlich nicht erlauben, hier so drin zu bleiben. Das heißt, ich muss hart rausgehen. Er kann nicht für den Draco gehen. Er kann eigentlich nicht für den Draco hier an der Stelle gehen. Weil ich theoretisch in Kurelei kann. Er kann hier nicht für den Draco gehen. Bleibt drin, okay. Kommt der Donnerblitz einfach? Delegator kommt. Okay, es kommt der Delegator. Uff. Delegator Irrlicht Böhre. Okay, okay. Delegator Irrlicht Böhre. Das heißt, brechen wir mit einer Rollwende den Sub? Ich weiß es nicht. Ich gehe hier aber für die Rollwende. Ich gehe hier an der Stelle für die Rollwende. Und hoffe, dass es den Sub bricht, was ich stark bezweifle. Nein, bricht den Sub nicht. Und jetzt gehe ich für Miss Waikiki. Hier an der Stelle gehe ich für Miss Waikiki. So, Aussetzer kommt. Okay. Aussetzer. Aussetzer, Irrlicht, Sub, Bürde, sehr wahrscheinlich. Das heißt, er hat keinen Drachenmove. Das heißt, er hat keinen Drachenmove. Dann kann ich hier ja eigentlich straight einmal für Gedankengut gehen. So, wie viel macht uns die Bürde? Ah. Das ist leider guter Schaden. Das ist leider guter Schaden. So. Ja, okay, okay. Das Set habe ich gegen mich tatsächlich nicht gesehen, aber funktioniert in der Konstellation jetzt natürlich sehr gut. So. Wie viel Recovery bekommen wir hinter seinem Delegator? Reicht das? Wie viele Runden Regen haben wir noch? 4 Runden Regen haben wir noch. Das heißt, an der Stelle gehen wir für Diviskursen. Jetzt könnte er natürlich in Tentoxa rausgehen. Free. Er bleibt drin, okay. Das heißt, wir brechen schon mal den Sub. Wir brechen hier schon mal den Sub. Und bekommen Recovery. Nicht viel, also sehr, sehr wenig. Reicht das mit Bürde und verbrennt? Wobei, okay, wir überleben. Wir überleben. Jetzt kann er halt free in Tentoxa gehen. Jetzt kann er hier free in Tentoxa gehen. Uff. Er kann hier sehr free in Tentoxa gehen. Will ich das predicten? Kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Kann ich mir nicht erlauben. Ja, er geht in Tentoxa, okay. Er geht hier in Tentoxa, das dachte ich mir. So, aber ich konnte mir hier nicht erlauben, nochmal für den Dingens zu gehen. Ah, okay, er hat nicht Kloakensoße, interessant. Er hat Regengenoss. Okay, er hat Regengenoss. Das ist actually schlecht. Weil jetzt haben wir halt keine Switch Advantage mehr. So. Wir gehen hier für die U-Turn. Okay, okay, wie umspiele ich das Ganze am besten? Säurespeier, ja, er nimmt uns jetzt raus, ist in Ordnung. Säurespeier hat er auf dem, okay.
Und wir können jetzt eigentlich safe in Crunchyroll gehen. Wir können jetzt safe in Crunchyroll gehen. So, wie viel machen wir denn den Tentoxa? Tentoxa hier. Der wird sehr wahrscheinlich speziell defensiv sein. Okay. Ich kann theoretisch für die Wasserattacke gehen. Oder ich gehe für die Gesteinsattacke, aber dann ist der Regen halt weg, ne? Dann ist der Regen weg. Ich glaube, ich gehe für die Wasserattacke einmal und hoffe einfach, dass er uns mit Siedewasser nicht burnt. Ich hoffe, dass er uns mit Siedewasser nicht burnt oder sich den halt aufheben will, weil eigentlich braucht er den gegen Kingdra noch. Eigentlich braucht er den gegen Kingdra noch. So. Okay, uff, uff, uff. Dass er wirklich dieses Katapult, das er gegen mich bringt, das hätte ich halt überhaupt nicht erwartet. Das hatte ich halt so gar nicht erwartet. Okay, er bleibt schon mal drin mit Tentoxa. Aber den anchippen nehme ich actually. Das nehme ich. Boah, er darf uns bloß nicht mit Siedewasser burnen. Das wäre Katastrophe. Das wäre wirklich, wirklich Katastrophe, wenn uns mit Siedewasser burnt. So. Giga-Geröll kommt, das heißt, wir kommen schon mal die Rocks raus. Und killen ihn fast. Das heißt, er ist offensiv. Nee. Nee, ist er nicht. Er ist speziell defensiv. Okay. Siedewasser, bitte nicht. Bitte, 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 bitte. Oh, zum Glück. Achso, okay, der Regen wäre eh weg gewesen. Der Regen wäre eh weg gewesen. Das heißt, der Regen wäre eh weg gewesen. Uff, ist das nervig. Das ist ja ultra nervig. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich dachte, ich hätte noch eine Runde länger. Ich gehe für Dynabrocken hier an der Stelle. Ja, bitte nicht burnen, bitte nicht burnen, bitte nicht burnen. Ah, wir kriegen den Burn. Okay. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wir kriegen hier an der Stelle den Burn. Okay. Tentoxa ist down. Uff. Ja, das habe ich schlecht gemacht. Ich hätte instant für den Gesteinswurf gehen müssen. Ich habe aber nicht drauf geachtet, dass wir nur noch eine Runde Regen haben. Ich dachte, es wären wirklich noch zwei gewesen. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt. Okay. Aber das sollte noch fein sein. Monte Carlo kann gefährlich werden. Okay, jetzt kommt der rein, natürlich. Es kommt natürlich der rein. So, da wird eine Kampfattacke kommen. Das heißt, wir gehen hier in Rotom. Klar, könnte jetzt auch Toxin kommen. Sehe ich irgendwo? Sehe ich, dass Toxin kommt. Aber mit Steinkante machen wir gegen Zapdos immer noch sehr guten Schaden. Deswegen hebe ich mir den mal auf. So. Ableithieb kommt. Okay, schon mal gut predicted. Nice. Nice, nice, nice. Sandsturmchip, was okay ist. Der hat die Überreste. Okay. Überreste auf Mosquito. So. Oh, das wird noch sehr kritisch alles. Ich könnte hier jetzt den Regen rausholen. Oder auf ein Toxin gehen. Ich glaube, Toxin fühle ich. Toxin fühle ich. Da will er eigentlich nichts reinwechseln. Weil Zapdos macht gegen uns halt auch nichts. Toxin fühle ich hier an der Stelle. Delegator. Uff, ja, okay, nice. Well played, well played. Okay, er hat den Delegator auf dem. Aber ist das schlimm? Ist die andere Frage. Brechen wir den Delegator mit Voltwechsel? Ich bezweifle es. Ich bezweifle, dass wir den Delegator brechen. So, der wird Donnerschlag sehr wahrscheinlich auf dem haben. Ableithieb Delegator. So. Das heißt, ich hole aber den Regen hier raus an der Stelle erstmal. Ich hole hier erstmal den Regen raus. Es könnte Protzer kommen. Es könnte Protzer kommen. Es kommt die Steinkante. Okay.
Die macht guten Schaden. Macht sehr guten Schaden. Aber wenn er die Steinkante hat, dann wird er wahrscheinlich keinen Donnerschlag haben. Oder? Weiß ich nicht. Ja, wobei, kann schon sein. So. Regen ist draußen. Rotom will ich jetzt eigentlich nicht droppen lassen. Rotom möchte ich hier nicht droppen lassen. Das heißt, wir gehen an der Stelle in Kamalm. Wir gehen an der Stelle in Kamalm. So, Rotom ist mir hier noch wichtiger als Kamalm, actually. Und er geht für Steinkante. Okay. Der killt uns einfach. Okay, das ist schlecht. Das war ein Crit. Es war ein Crit. Ich glaube, ohne Crit hätte das niemals gereicht. Bestienboost ist jetzt natürlich da, was sehr nervig ist. Okay, okay, Bestienboost. Uff, uff, uff. Jo, okay. Wie umspielen wir das Ganze? Wie umspielen wir das Ganze? Ich muss hier in Kingdra gehen an der Stelle, actually. Ich muss hier in Kingdra gehen. Und ich gehe für den Orkan und er kann halt jetzt ein Free Uplight Heave auf plus 1 rauszimmern. Was sehr nervig ist. Das ist actually sehr, sehr nervig. Ja, Orkan. Richt den Sub, das ist klar. So. Anfallen kommt, okay. Das ist in Ordnung. Angriff sinkt, okay. Und er wird hier rausgehen. Vermute ich mal. Er muss hier doch eigentlich rausgehen. Aber ich verliere auch nicht so viel. Außer er geht in Zapdos jetzt. Aber gegen Zapdos kann ich wieder in Rotom gehen. So. So, so, so. Alles sehr kritisch. Alles sehr, sehr kritisch. Anfallen, Ableithieb, Steinkante. Okay. Und Delegator hat er. Das heißt, er hat keinen Donnerschlag. Können wir eine Steinkante bei Pilippa leben? Wir sind halt komplett speziell defensiv. Das heißt, könnte kritisch werden. Okay, er geht raus. Ja, okay, der kann natürlich reinkommen. Sehe ich den Punkt, dass der reinkommen kann. Er bekommt Tarnsteinschaden. Er bekommt einen Orkan ab, was nicht viel machen wird. So. Der ist auf Half-Life. Keine Verwirrung, okay. Keine Verwirrung. Ich muss mich halt neu locken. Ist das Problem. Ich muss mich mit Kingdra neu locken. So. So, so, so. Wieso bin ich nicht auf Surfer gegangen vorher? Ich weiß nicht, wieso ich nicht auf Surfer gegangen bin. Das wäre ja völlig free gewesen, ich Idiot. Das wäre ja völlig free gewesen. Oh mein Gott, ich habe ja so einen harten Missplay damit gemacht. So. Was macht er jetzt? Er gigert, was klar ist. Er gigert hier an der Stelle. Das ist alles klar. Hat er einen Sash auf Schlacke? Das ist problematisch. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall nicht in Turbots gehen. So, wie viele Runden Regen haben wir noch? Habe ich natürlich auch nicht geschaut. Es hört auf zu regnen, okay. Es hört auf zu regnen. Das heißt, wir gehen jetzt in Pilippa. So. Niesel kommt. Hat er Focus Sash auf Simsala? Sehr, sehr wahrscheinlich. Wir gehen hier für Siedewasser. An der Stelle.
gehen hier für Siedewasser. Er geht für Dynavol, ja, okay. So. Wir bekommen ein bisschen Damage von der Schlacke. Und wir gehen nochmal für Siedewasser. So, und killen den mit Pilippa. Uff, uff, uff. Das ist alles problematisch. Das ist sehr, sehr schwierig. Tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel sagen kann, aber ich denke hart nach. Wenn er Sash aus Simsala ist, haben wir dann automatisch schon verloren? Oder nicht? Haben wir dann schon verloren? Es war halt der Fehler, dass ich auf Orkan gegangen bin statt Surfer. Das war super dumm. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Weil auf der Range hätten Katapultra eh getwo-hittet. Deswegen, keine Ahnung, den Play habe ich nicht nachvollziehen können. Okay, es kommt Zapdos. Es kommt hier Zapdos. Wir bekommen Tarnsteinschaden. Es kommt Zapdos. Und wir müssen hier unser Pilippa opfern. Ja, müssen wir machen. Wir müssen Pilippa opfern an der Stelle. Donnerblitz kommt. Und der wird uns killen. Gut. Und jetzt müssen wir mit Kingdra halt Druck aufbauen. Das Problem ist, wenn er uns nicht mit Simsala revenged, sondern mit Katapultra, dann brechen wir den Focus Sash nicht an. Wir müssen halt den Sash brechen. Das ist essentiell wichtig. Zapdos geht down. Kill für Kingdra. Wir müssen den Sash brechen. Bitte geh in Simsala. Bitte, bitte geh in Simsala. Ah, das ist nicht Simsala. Das ist nicht Simsala. Damit haben wir jetzt eh schon verloren. Außer wir überleben eine Bürde, aus welchen Gründen auch immer. Wüsste ich aber nicht wie. Er kann für Aussetzer einfach gehen. Geht er hier einfach für Aussetzer? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich geht er jetzt einfach für Aussetzer. So, Crit des Todes vielleicht? Nope. Delegator kommt. Er kriegt den noch raus gerade so. Das ist schlecht, dass er den jetzt hier noch rausbekommen hat. Wenn er den nicht rausbekommen hätte, hätte er einfach verloren. Okay, das war ja ultra risky von ihm, hier auf Delegator zu gehen. Das war ja ultra risky. Okay. Okay, okay. Der Tobots ist halt langsamer als Simsala. Das ist halt das Ding. Tobots ist halt langsamer. Deswegen haben wir verloren. Das ist schlecht. Außer die Bürde killt uns jetzt nicht. Und, oder er geht, er muss für Aussetzer gehen eigentlich. So. Ja, Aussetzer kommt. Und ich bezweifle stark, dass ein Verzweifler hier eine Up der Range killt. Bezweifle ich sehr, sehr stark. Kann ich da noch drumrum spielen? Zwei Runden Regen. Nee, kann ich nicht. So, killt der Verzweifler? Er killt nicht. Er killt knapp einfach nicht. Dadurch gewinnt Simsala an der Stelle. Wir bekommen noch einen Kill. Aber der hilft uns nicht. Weil Simsala schneller ist als wir. Schade. Ja, an der Einstellung für Surfer gehen war mein Missplay. Hier hat er mit Delegator eigentlich ein Missplay gemacht, aber
Ja, ging ja gut für ihn aus tatsächlich noch. Also ja, im Prinzip war es kein Missplay bei ihm, weil es war egal. Da er ja nicht unter die Range gekommen ist. So. Der bringt uns sogar fast bis auf den Sash runter. So, aber gegen Simsala machen wir halt nichts. Da bekommt Turbots noch einen Kill. Ja, dann ist es ein 2 zu 0. Schade, schade. Und er kann ja einfach in Simsala gehen und das Match beenden. Ja, hat er gut gespielt. Hat er sehr, sehr gut gespielt. Hat Sets mitgebracht, oder beziehungsweise Katapulter-Set, was ich nicht erwartet habe. Und das hat ihm das Match gewonnen, tatsächlich. Wobei, alle anderen Katapulter-Sets wären auch sehr ätzend gewesen. Ach, blockiert auch noch. Ja, danke. Ja, danke. Da bekommt er jetzt noch den Tastfluch. Okay, hier ist er jetzt egal. Aber trotzdem, Schockwelle hat er, okay. Gut, well played, Ele. 2 zu 0 für dich. Damit rutschen wir wieder auf den zweiten Platz, glaube ich, runter. Ja. Aber Playoffs sollten uns trotzdem sicher sein. Es geht ja noch darum, ob wir ein oder zwei Matches in den Playoffs spielen müssen. Ich meine zwei oder drei. Und ja, nächste Woche wird hoffentlich besser. Geht ran gegen Cringy dann. Schaut auch beim Elias vorbei bei diesem Match. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.